Und weg. Der Fahrstuhl linke Seite, bitte. Ach, los, sieh mal an. Ich hab's für die Toilettentür gehalten. Mit dir kann man nirgendwo hingehen. Ich schäme mich. Du Chemiker. Psst, nicht so laut. Ich weiß, wie man das macht. Das habe ich schon 1 Million Mal im Tonfilm gemacht. Hat auch nie geklappt. Nun merke auf. Das Ding ist nicht stark genug. Gib mir mal einen Lockenhalter. Ein Sockenhalter? Locken, mit S wie Feger. Hier, sowas? Lordschaft, mit dir eine Kreissparkasse berauben, ein Albtraum. Ja. Was ist? Ist was? Ja, er ist auf der anderen Seite hindurch und hinuntergefallen. Ein Gäbelchen. Willst du dich jetzt durchfressen? Ich mache hier die Scherze, ja? Eine Gabel. Dafür bist du doch da, um mir die Gabel zu reichen. Ist doch härter als Fleisch. Weißt du was? Ich habe eine ganz andere Idee. Mach nicht so. Wir heuern einen jungen Nachwuchseinbrecher an und geben ihm seine erste Chance. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, durchlaucht haben zu lange in der Sauna gesessen. Das Ding hier ist doch kein Problem. Das ist nicht die Bank von England. Jetzt pass mal auf. Spencer Tracy benutzte mal einen Pfeifenreiniger. Einen ganz normalen, gewöhnlichen Pfeifenreiniger. Er steckte ihn tief ins Loch hinein und versuchte dann mit ganz kleinen, aber geschickten Bewegungen das Schlösslein aufzukriegen. Das fand ich wahnsinnig raffiniert damals, dass ich sowas auch mal darf. Das... Ein bisschen schwach auf dem Pfeifchen, mein... Euer Loch schafft. Grüß Gott, ne Frau. Also knien brauchst du nicht vor mir, ich bin Demokrat. Küsschen. Wie hast du das gemacht? Ich bin da durchs Fenster gestiegen, draußen langgelaufen und über den Balkon hier reingekommen und schnitterdebigs stand ich im Stübchen. Ach, da draußen bist du. Was machst du denn da? Ich bin im Begriff reinzukommen. Dann mach's doch. Tritt ein und bring den Dings mit rein. Ist da auch wirklich mit Shelley ausgegangen? Ja, sicher. Ihr bemürbt die. Keine Angst. Gut, wo fangen wir also an? Also, wenn ich mich in Foster reindenke, würde ich das Naheliegendste als Versteck wählen. Und zwar... Unterm Bett? Nein, unterbrich mich nicht. Folge vertrauensvoll dem Meister. Unterm Bett. Wenn wir geradeaus weitergehen, stoßen wir auf die Kommode. Bei derselben angelangt, ziehen wir ein Schubfach aus. Und zwar nehmen wir heute mal das Rechte, weil Dienstag ist. Na bitte, wenn ich könnte, würde ich mich selbst küssen. Hier. Glück des talentlosen Anfängers. Ich glaube, es wäre ratsam und vielleicht auch gesünder für uns, wenn du das wieder zusammenfaltest und in die vergammelte Schublade legst. Und warum? Hauptsächlich deswegen, weil einer an der Tür steht und mit einer ziemlich großen Zimmerflak auf uns zielen tut. Ja, wenn das so ist, das ist wirklich ein Grund. Dann falte ich den Brief wieder zusammen, aber du legst ihn weg. Mach ich glatt. Das nennt man Hausfriedensbruch. Hui! Na, machst du jetzt den Hamlet mit dem Apfel auf dem Kopf? Hab ich doch bei Kortner jahrelang gespielt. Tja, dann werde ich ausnahmsweise mal rot nehmen. So wie ich oft sehe. Herr Graf, haben gescherzt. So, nun blicke mal dem Schnellen hier auf der Sehne hinterher. Ich meinte natürlich blau. Wenn ich rot sage, meine ich immer blau. Farbenblind. Eine akzeptable Erbanlage. Shelley Masterson. Ein sehr nettes Mädchen, aber ein Kerl wie Foster dreht die durch den Wolf. Und zwar mit links. Gelb. Und zwar das schönste Gelb meines Lebens. Glücksschüsschen. Mischen wir uns da ein oder wie sehe ich den Kasus? Na ja, frisch rasiert bin ich eigentlich. Warum sollte man ihren Liebeshorizont nicht erweitern? Und ihr die Schwächen eines Menschen wie Foster deutlich machen im Vergleich zu einem gut gebauten, strebsamen, gut aus, vielleicht ein bisschen zu gut aussehenden. Ja, ein bisschen liederlich vielleicht, ja, genau. Aber kühl, geistreich, um nicht zu sagen fantastisch. Ja, so ist es. Na, ich werde das schon hinkriegen. Seit über 50 Jahren kriege ich sowas hin. Du? Ja, selbstverständlich. Oder steht jemand hinter mir? Du meinst doch wohl nicht dich. Ein blaues Blut wie ich ist für sowas wie geschaffen. Einfach ideal. Na, wer idealer von uns ist, müsste ja ganz leicht festzustellen sein. Ja, sicherlich. Und es würde der Situation mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Und die Kleine würde sich geschmeichelt fühlen. Ihr beiden Konkurrenz ist zu viel für die kleine Stadt. Wie wär's denn mit einer kleinen Wette? Ich gewinne sowieso, behalte deine paar Kröten. Fünf? Du hast schon verloren. Der Gewinner kriegt die Braut, ja? Ja, jeder Griff erlaubt? Ja, jeder Griff ist erlaubt. Na, pass mal auf, wie's staubt. Danny sich ein Küsschen raubt. Das mit dem Reimen solltest du lassen, oder? Die Dinge müssten... Ein fetter Onslow. Schrecklich. Alles Gute, mein lieber Onkel. Und halt auch da oben alles steif. Das da ist Onkel Lance. Sein Vater hatte eine bedeutende Kälterei und er hat vor 3 Jahren geerbt. Seitdem kältert er nur noch für den Eigenbedarf. Weiterhin alles Gute, mein Lieber. Mein Onkel, der Admiral, er hätte das Zeug zu einem zweiten Nelson gehabt, aber leider wird er schon seekrank, wenn er ein Glas Wasser sieht. Onkel Angus. Jetzt müsste ich meinen Sack bei mir haben. Dann würde ich dir einen dudeln, davon würde dir Hören und Sehen vergehen.
Sag mal, hätte der sich nicht zur Beerdigung eine Hose anziehen können? Vetter Roland gehört zum australischen Zweig der Familie. Sieht man. Und warum weint dieser Mensch? Er hat eine Zwiebel in der Tasche. Oh ja. Du darfst dich nicht so reinsteigern, Roland. Ich kann einfach nichts dagegen machen. Von diesen blöden Lilien kriege ich jedes Mal Heuschnupfen. So, das wär's, Milord, und nochmals mein Kompliment. Sie haben erlesenen Geschmack gezeigt bei der Auswahl des Sarges. Beste englische Eiche, solide Handarbeit, eine Anschaffung fürs ganze Leben. Falls Reklamationen kommen, erfahren Sie es als Erster. Ich bitte höflichst darum. Das war ja keine große Veranstaltung. Freunde hat der Dahingeschlichene wohl keine gehabt? Er war ein Einzelgänger, ein wenig introvertiert. Dies besonders nach seiner unehrenhaften Entlassung aus der Armee. Wie solches? Ein toller Handstreich. Er hat die Linien eines feindlichen Nachschublagers durchbrochen. Er hat sage und schreibe 3 Munitionszüge in die Luft gejagt, 6 Tanks und hat rund 350 Mann getötet bzw. verwundet. Was denn, wie denn, als Einzelkämpfer? Mhm. Und dafür haben Sie ihm keinen Orden umgehängt? Nein, es war 3 Monate nach Kriegsende. Machst du dir mit dem Kurzbalken nicht in die Hosen? Sorg dich nicht, ich habe alles abgebunden. Sag mal, liegen alle Sinclairs hier in der Gruft? Nein, bis jetzt nur die Toten. Dir ist doch wohl überhaupt nichts heilig. Hier mache ich doch keine Scherze. Nein, mich interessiert ernsthaft, wie sich der englische Adel zur Ruhe begibt. Lass doch mal hören, Junge. Das hängt ganz vom Familiengeschmack ab. Wir Sinclairs zum Beispiel, wir landen alle in dieser Nische. Da oben ist mein Platz. Hochinteressant. Wurde an dem Tag für mich reserviert, als ich geboren wurde. Erster Rangloge, herrliches Pomoraner. Ich muss schon sagen, dir ist wohl überhaupt nichts heilig. Oh. Komm, Daniel, wir trinken noch einen Sherry mit dem Herzog und fahren dann zurück. Treten Sie, Schwesterchen. Danke, junger Freund. Darf ich Ihnen das Tablett abnehmen? Würden Sie mir bitte das Tablett abnehmen? Ja, mach auf das Ohr und hoch das Kleid. Ich fröstelt hier unten so. Lance, mein Junge, ich habe für dich und deinen Geist einen kleinen Suppenhund für 2 Personen mit Rohrladensoße zubereitet. Ganz bekannt Amerikaner. So, darf ich das mal enthüllen? Klein Bonzo sieht ja lecker aus. Haben Sie den Vierbeiner rasiert? Das kann ich Ihnen gern sagen. Genau, halb elf. Sie braucht eigentlich eine Hörhilfe. Agathien, das ist Danny Wilde. Gnädigste zückend. Wo haben Sie denn angefasst? Auch wenn ich mir mit der Bemerkung sehr schaden sollte, Gnädigste haben mein Gesicht zum Eier abschrecken. Wann soll ich Sie wecken? Kommen Sie mir bloß nicht mit sowas. Ein Schock fürs Leben hat man schnell weg. Sie haben ja so recht. Meist tue ich noch ein kleines Zwiebelchen mit dran. Heimatland. Ich spreche nicht von meiner Zwiebel, sondern von Ihrer Familie, zum Beispiel vom Neffen Brad. Brad, wie das, was man vorm Kopf trägt. Das ist ja putzig in unserer Familie. Genau dasselbe, nicht wahr, Lancy? Mein Brad zum Beispiel hat eine ganz verblüffende Ähnlichkeit mit mir. Das sagen Sie alle. Was ist das? Ach, haben Sie Kohl gegessen? Sie haben so viel Dampf im Blüschen. Jetzt? Höchstens erst 11:01. Da brauche ich gar nicht erst hinzusehen. Mutti. Ach, Lancy, mein Junge, das hätte ich fast vergessen. Steht jemand hier rum, der auf den Namen Danny Wilde hört? Da. Ich bin der wilde Danny. Warum melden Sie sich nicht? Sie brauchen eine moderne Hörhilfe. Sie werden am telefonischen Gerät abverlangt. Folgen Sie mir unauffällig, treten Sie nicht fehl. Sie bleiben hier unter Ihresgleichen. Ich schließe Sie ein. Ein Löffelchen Wundpuder können Sie auch oben von mir kriegen. Ich finde die richtige Flasche nicht. Ich hätte schwören können, es war hier. Hier, mach dir ein paar schöne Stunden. Momentchen noch, dann geht die Tür von alleine auf. Lass doch deine dummen Scherze jetzt. Halluzi-Buzzi. Willkommen im Schloss Trümmerhaufen. Ich bringe sofort den Schwert zur königlichen Rasur. Daniel, was um Gottes Willen tust du hier? Grandios, er hat mich erkannt. Ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Nein, tatsächlich. Ja, hast du. Wann habe ich dich denn eingeladen? Warst du wohl wieder besoffen? Hm? Wie oft haben mir der verschlissene Thronanwärter gesagt, warum kommst du nicht mal ein Wochenende zu mir auf Laube? Das hast du öfter gesagt, als du den kleinen Finger abschweißt. Ja, das kann schon sein. Halt doch mal den Kopf schräg, dann läuft das Hirn zusammen. Gibt es denn irgendeinen besonderen Grund für diesen Besuch? Hab ich denn was an den Lappen? Schließlich bin ich dein Freund. Na sicher. Sicher bist du mein Freund. Bin ich hier, um die verkalkte Staubhütte zu begutachten? Angestammtes Heim nennt man das. An welchem Stamm das liegt, ist mir doch völlig wurscht. Nun ja, wie auch immer, ich bin entzückt, dich zu sehen. Was soll dir sonst auch einfallen? Würde es dir was ausmachen, das Schwert und die Rüstung abzulegen. Ein übertriebener Brieföffner, danke, Chiva, sehr aufdringlich. Ich dringe nicht gerade in Hochgeistiges. Durchaus nicht. Nein, durchaus nicht. Wir haben auf dich gewartet. Du beißt dir beim Lügen nochmal die Zähne aus. Dieser Oberforstelewe, der vorhin bleispuckend durch das hochwohlgeborene Unterholz trabte, hast du eine süße Muschi. Das ist vielleicht gar kein Profi. Brad ist davon überzeugt, dass das ein Wilddieb war. Ach, er glaubt, den Burschen zu kennen. Euer Lordship erinnern sich? Na, dann lass doch mal strömen. Also, nach der kurzen Beschreibung, die mir Felix gab, glaube ich, dass es ein Bursche namens Worthington ist. Foxy Worthington. Er hat hier einen Ruf wie Donnerhall. Aber nur im Wald, wo des Jägers Hose schaut. Danke vielmals. Zwischen dem edlen Waldesgrün fiel mir das ins Blauauge. Ein Bleilutscher, 9 mm. Wenn man damit einen Fasan trifft, dürfte der aussehen wie eine Fledermaus nach der Wurmkur auf mich.
Kommen Sie, Chivas, ich mache das so lange für Sie. Sie haben so viel zu tun, falls Sie noch die Speisekammer streichen wollen, das wäre jetzt ideal. Die Speisekammer, in Chicherin. Ich fürchte, wir haben keine Farbe im Haus. Das gibt noch ein Muster. Chivas, wie geht's Ihren Eltern? Gut, Sir. Richten Sie doch meine Empfehlung aus. Ich hätte seinen Drink doch verdünnen sollen. Meine letzte Amtshandlung heute Abend. Die Wärmflaschen. Die Heizung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Überall tropft es. Und da hat Mr. Mellows seinen Anruf bekommen. Ja, er denkt darüber nach, ob er in Revision gehen soll. Was war denn das? Kann die Muschi auch reden? Na, sieh mal, der spionierende Schaurammler. Was für eine freudige Überraschung. Müde siehst du aus. Noch eine dritte geheiratet? Das nicht. Trotzdem könnte ich einen Schluck Tee vertragen. Ich hoffe, ich störe nicht. Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, du kommst wie gerufen. Nein, ein Ballermann hat sie. Sieht aus, als hätte sie die Bäckchen voller süßer Plunderstückchen. Dabei will sie Blei und das Volk streuen. Wollt ihr drei euren Familientratsch nicht unter euch regeln? Ich hasse laute Worte. Ich mag keinen Streit. Zoff ist gesund und gehört dazu. Meinst du? Eine Familienfeier ist erst schön, wenn der Funkwagen kommt. Sagen Sie endlich, wo Sie Ihre Memoiren haben. Ich habe Weihnachten was vor. Kind ohne Kopf bleibt sein Leben sein Krüppel und ihm passt nie ein Strohhut. Oh, Glatznost. Das sieht ja entsetzlich aus. Sogar in den Gefängnissen im Ostblock haben wir nicht dahinter. Ach, die Lederpuppe. Sag mal, riechst du so streng oder warum wären wir den nicht los? Na, ich hab doch recht gehabt, Sinclair. Ich wusste, wenn ich sie so richtig heiß mache, würden sie das für mich suchen und auch finden. Du Schwalmjodler, ich denke, der gehört zu dir. Vielleicht hat er sich selbstständig gemacht aus steuerlichen Gründen. Ist der echte Laus? Er hat's auch mal beim Film versucht, als Dracula, aber seine Eckzähne waren zu kurz, also musste er in diesem Job. Weiter Job. So ist es. Glatzemode. Sag mal, King Lear, hast du das schon gewusst, als wir mit den Spionagenoten beim Tee parlieren? Ja, ich hatte... Du, Daniel. Mhm. Ja, hier ist er. Ich du bin hast doch wohl nicht etwa... Untersuch mich, du wirst nicht den kleinsten Krumm in der entferntesten Furche finden. Wunderbar, was? Ist das nicht ein Schmuckstück? Natürlich muss man ein bisschen was reinstecken. Zuerst müssen wohl die Schindel am Dach ausgebessert Daniel, werden. Daniel, sag mir, gehört dir das ganze Gelände? Und dann bedarf es gelegentlich des farbigen Pinsels. Aber erst etwa so in 20 Jahren. Und am Häuschen sind hier und da ein paar Schräubchen locker, aber ich bitte dich, das ein ist doch heutzutage scheußliches kein... Ding. Was ist? Ich sagte, da lässt sich schon was draus machen. Herr Baron, sagen es. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass in den letzten 2000 Jahren hier niemand mehr gewohnt hat. Die Pforte verträgt auch mal ein Kännchen Öl. Naja, Tück für Tück kommt man den sich Brunnen näher. Hast du schon in Ordnung gebracht. Ach was, kein Handschlag. Ich sollte am besten... Hast du mal einen Penny? Hab ich so viel Kleingeld bei mir? Irgendeinen also besonders großen Wunsch? Nein, ich war heute schon. Wasser ist da. Ja, komm, mein schöner Lord. Deine Vorfahren würden nervös in der Gruft hin und her gehen. Denn sie wüssten, in welchen Palast ich dich hier reinführe. Na, komm, ich bin gespannt. Von hinten ist es ja noch viel schöner, das zeige ich dir aber noch. Hier, pass auf, das schickt mir, dachte ich. Dreck. Also innen gleich in der Halle kommt ein Salzburger Ofen rein. Pass auf, du hast ihn. Und denk mal an, die hatten früher schon Fotozellen. Also das wird ja das Badezimmer. Ach, was red ich denn? Ich meine die Halle natürlich. Wie komme ich dann auf Badezimmer? Und hier, komm, das Zimmer hier, das wird mal das Juwel des ganzen Hauses. Aha. Ein hinreißender Kamin, was? Alles ganz hingerissen hier. Tritt doch rein. Fühl dich ganz wie zu Hause. Ja, die Leute konnten früher noch bauen, denen ist wenigstens was eingefallen. Die Tapete kann bleiben, die geht noch. Ich werde das Häuschen trocken wohnen. Also hier habe ich mir gedacht, kommen nur Regale hin. Alles Bücher und Antiquitäten. Da kommt eine kleine Stereoanlage hin. Hier ein Fernseher mit einem bequemen Backensessel und eine schöne Couch. Und das wird die gemütlichste Ecke werden. Hier kommen ein paar schmiedeeiserne Bänke aus dem Hyde Park hin. Aha. Nun guck dir das an. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist der schönste Kamin der Welt. Das kommt ein bisschen nach vorne. Hier dachte ich mir die Geschirrspülmaschine. Und im Winter, wenn es draußen stürmt und schneit, dann werde ich hier gemütlich abwaschen. Und mir zu Füßen leckt mein alter, treuer Hund. Aber Daniel, du hast doch gar keinen Hund. Na, dann miete ich mir eben einen. Und wenn die Queen mal auf den Tässchen Nescafé kommt, dann kommt der Geschirrspüler eben wieder raus. Ach, oben habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Ach, das ist auch noch was? Ein Eichenbalken, Lordchen. Echte Eichenbalken habe ich in meiner Schlafkeminate. Eichenbalken. Sieh mal an, man kann es gar nicht erwarten, die zu sehen. Hm. Oh. Ja, kommen Sie doch rein, tun Sie sich nichts an. Fleißig, fleißig. Wie ich sehe, streichen Sie wohl. Ja, oder dachten Sie, ich massiere meinen Pinsel? Ich hoffe, ich störe nicht. Darf ich näher treten? Aber das tun Sie doch schon, bitte. Hören Sie, ich hätte gerne etwas mit Ihnen besprochen. Und wo drückt denn der Schuh? Ich bin Robert Hathaway. Na, das kann jedem passieren. Wissen Sie, mir gehören in dieser schönen Gegend so einige Hektar. Da sind Sie ja von der Sonne geküsst. Ich habe gehört, Sie haben das Grundstück hier gekauft. Da kam Ihnen das Richtige in die Löffel. Ich habe es von einer alten Dame gekauft. Wir haben zufällig den gleichen Masseur und da sind wir sofort handelseinig geworden. Sie wollen also damit sagen, dass es gar nicht auf dem Grundstücksmarkt angeboten worden ist? Ja, das könnte man so ausdrücken. Sie haben doch wohl nichts dagegen, wenn ich weiter den Pinsel schwinge. Ganz und gar nicht. Offensichtlich ist sie doch nicht mehr da. Stoß dich hier nicht. Na, ist doch mein Kopf. Contenance, mein teurer Freund, Contenance. Soll ich dir was sagen? Ich werde dir, obwohl ich es als Blödsinn empfinde, beim Aufräumen helfen. Mhm. Aus dem Alter, wo man mit Puppen spielt, bist du eigentlich raus. Oder ist das dein Ernst? Yes. Glaubst du vielleicht ein bisschen an Hexen oder Teufelchen oder sowas? Ach, Herr Graf. Aber ich muss ihm hier mächtig im Wege sein. Das ist denkbar. Wen meinst du denn? Meinen Nachbarn. Der kann mir doch mit dem Humbug hier nicht imponieren. Wenn er das glaubt, dann war das ein voller Ofenschuss. Ach, das sieht aber auch aus hier wie mein Apfel. Ja, ich glaub's dir denn.
Die Rolochschaft sollten die Zunge im Zaum halten, sonst ersticken die Kleinen. Ach, herrje, man denkt nach so einem Klimsch sollte getrennt werden. Tag süßer, ne? Hm? Hey, das hat ja funktioniert. Was hat funktioniert? Ich habe einem alten Zauberer viel Geld bezahlt, damit er dich in eine Kröte verwandelt. Und es war das ganze Geld wert. Da musst du gar nicht hinhören. Seine Hochwohlgeborenen haben schon seit längerer Zeit was am Sträußchen. Ich will dir jetzt nicht an den Kragen, ich will nur deinen Lieferwagen. Du hast doch einen. Ja. Der wahre Mann kämpft mit der Faust. Und zwar, bis du ihm auf die Schnauze haust. Hat überhaupt nicht gefallen. War ja auch für dich nicht gedacht. Auf jeden Fall haben wir mehr Glück als dein familiärer Türsteher. Sogar ohne das Schwert zu ziehen. Was machst du denn jetzt? Ich will ihnen den Einzug ins Paradies erleichtern. Hoffentlich geht das nicht ins Auge. Sid und Rocco dürfen ja nun inzwischen über die Grenze sein und irgendwo feiern. Entschuldige mal. Was meinst du? Was wird aus uns werden? Bei guter Führung 3 Jahre schwerer Kerker. Ich melde mich dann als Küchenbulle oder Kalfaktor. Da kommt man schon durch. Immer reinspaziert, nur nicht zaghaft sein. Die Pferde auch. Hier bin ich Pferd, hier darf ich sein. Euer Wirtschaft wieder so distinguiert heute. Ich bewundere deinen Sinn fürs Unauffällige. Die Jacke meine ich. Katholisch Mufflon, selbst geschlachtet. Du könntest sowas natürlich nicht tragen. Du sprühst ja wieder. Ja. Hoffentlich sprühst du auch die ganze Folge über. Ich werde die Fans schon klein kriegen. Übrigens, du musst in der letzten Folge was gesagt haben. Da hat einer ein ZDF geschrieben. Danny, ich habe fast 500 Meilen hinter mir. Lass mich damit zufrieden. Der Sinn steht mir einzig nach einem gepflegten Bad. Darin werde ich mich ahlen. Und dann gehe ich schlafen. Kriegst ein Küsschen. Vergiss nicht, den Stöpsel in die Badewanne zu stöpseln. Ja. Denn so ein Aal ist schnell zum Rohre hinaus. Hör auf, ich muss jetzt schlafen, sonst sehe ich bald aus wie du. Ui, das würde ich dir nicht wünschen. Da würde dir nämlich die Damenwelt das Haus einrennen und dann brechen deine müden Mauern endgültig zusammen. Ich muss doch darüber nicht lachen, nicht? Na, wenn das so weitergeht, wird das noch ein lustiger Abend. Das Walte-Walte. Blotzinklo? Claire. Wie Eclair. Der beißbare Liebesknochen. Erkläre es ihm nachher. Mm. Aber bring mich doch jetzt erstmal zum Fahrstuhl. Zum Schafott. Nun pass mal auf. Jetzt bekommst du doch ein Küsschen, auch wenn es dir nicht schmecken tut. Nein. Ich bin's doch, dein Freund mit der schönen Jacke. Mach doch jetzt keinen Pennymarz. Ich muss aber. Na, jeder muss mal müssen. Ich bin doch müde. Schon meinem Flötenspiel. Du erinnerst dich an die schönen Kinder? Ja, aber die sind morgen auch. Du hast ja keine Vorstellung, wie exquisit die Kleine ist, die ich für dich ausgesucht habe. Das will ich hoffen. Kalasse. Amüsier dich doch mit beiden. Alles schon versucht, aber manchmal weiß ich nicht weiter. Dann fehlt mir dein königlicher Bart. Meine miese Verlade, um mit deinen Worten zu sprechen, aber ohne mich. Guck dich mal um, was da steht. Na, und das ist nur die hässliche von den beiden. Darf ich Sie meinem Freund Brett vorstellen, der darauf brennt, Sie kennenzulernen? Jenna ist Brett und das ist Lisa. Es ist ja beleidigend, was der Schlingel sagt. Er sagt, Sie sind hinreißend schön und ich finde, das reicht gar nicht. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Entschuldige, du kannst sie jetzt ruhig wieder loslassen. Sie wird schon nicht umfallen. Das hier ist Mary. Mary, darf ich Ihnen meinen Freund Brett vorstellen? Sie werden ja beim Abendbrot noch Gelegenheit haben. Sehr angenehm. Abendbrot, das wäre schön. Ja, nur, wir müssen jetzt noch mal kurz in die Stadt fahren. Wir werden aber in einer Dreiviertelstunde wieder zurück sein. Herrlich. Also, bis nachher, ihr Süßen. Ja, gut, bye-bye. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mit der auf einer Insel. Und dann keine Post und 14 Tage Regen. Ich kann Albträume haben, was? Jetzt hat er es ja geschafft. Was denn? Mich hinterhältig in eine Falle zu locken. Na, wenn dir die Falle nicht gefällt, dann brauchst du ja nicht hineinzufallen. Charmant, charmant. Also schön, ich fahre jetzt drauf und während ich mich in der Badewanne ahle, werde ich mir einen Racheplan zurechtlegen. Bitte. Bitte kommen Sie doch rein, er ist geheizt. Ja, lassen Sie sich aber nicht anfallen. Der Herr hat die eigenen Zähne mit, der beißt. Ja, das war wohl nicht so gut. Ach. Ja. Mache ich vom ZDF auch immer so. Ich sollte Ihre Platte lackieren und den Tollfuß entstauben. Was ist los? Ach, Sie sind es. Wer sonst, Opa? Lohnt sich denn das Geschabe noch? Warum kommen Sie so spät? Ich bin auf einer Cocktailparty gewesen. Um 9 Uhr morgens? Tja, ich habe leider meine Hose nicht gefunden. Wo ist Brett? Was für ein Brett? Ach so, da, wo es hingehört, vom Kopf. Danke. Was liegt denn nun an? Soll ich kaufen den Schuppen? Da drüben liegen ein paar Zeitungen. Sehen Sie da mal rein. Mache ich wieder Schlagzeilen? Die kenne ich, die habe ich schon ein paar Mal auf dem Klo gelesen. Lesen Sie mal die Überschrift. Kann doch gar nicht lesen. Das war der erste Scherz. Sie müssen nicht lachen. Das Gericht hat heute entschieden, dass Mark Lindley, der seit 15 Jahren tot geglaubt war, seine Identität beweisen konnte und als der rechtmäßige Erbe des Lindley-Vermögens in Höhe von 17 Millionen Pfund. Gut. Ich muss Ihnen dazu noch ein paar Informationen geben. Dann gehen Sie mal Vollgas. Ich parke nämlich in der zweiten Spur. Entschuldigen Sie, fürchte Gott, aber es ist streng vertraulich, was wir nur besprechen. Ich muss nicht erbrechen. Jetzt ist er taub. Ein glücklicher Mensch. Also, Robert und Patricia Lindley waren liebe alte Freunde von mir. Sie sind bei einem Absturz ihrer Privatmaschine ums Leben gekommen. Sie haben 2 Kinder hinterlassen. Mark war 5 Jahre alt und Jenny 3 Monate. Die Kinder wurden damals getrennt. Mark kam wegen seiner schlechten Gesundheit zu einem Onkel nach Rhodesien und Jenny blieb hier bei Verwandten in England. Als Mark 20 Jahre alt war, traf er sich mit ein paar Freunden zu einem Jagdausflug, von dem er nicht zurückgekehrt ist. Nach ein paar Monaten hat man im Busch ein paar Leichen gefunden, aber man konnte sie nicht identifizieren. Es galt jedoch als sicher, dass alle 3 umgekommen sind. Was machen Sie denn? Ist es zu heiß? Soll ich mir denn die Hand verbrennen? Also, um es kurz zu machen, weil ich falsch parke. Das Mädchen war die alleinige Erbin. Nun kommt er zurück und will absahen, ja oder ja? Ja. Also, ja. Jenny und die Testamentsvollstrecker behaupten, dass der junge Mann ein Hochstapler. Auf jeden Fall ging die Sache vor Gericht. Mark brachte aber Berge von Beweisen, dass er die Person war, für die er sich ausgegeben hat. Na ja, und wie das Gericht entschieden hat, haben Sie ja gelesen. Beethoven?
Haben Sie mich etwa rasiert? Nicht gefallen? Wie sieht denn mein Hals aus? Wie ein Puter am vierten Weihnachtsfeiertag. Ich muss mich jetzt mächtig beeilen. Ich habe mich mit Brett verabredet. Das ist der mieseste Kaffee, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Das ist kein Kaffee, das ist Abwaschwasser. Oh, Entschuldigung. Dann wiederum ist es sehr gehaltvoll, wenn es der Magen aushält. Du bist also fest entschlossen, heute Morgen zum House of Lords zu gehen? Ja, ich putze nur noch meine Krone. Oh. Tja, mein Lieber, die Tatsachen sind Ihnen ja nun alle bekannt. Ich will jetzt nur wissen, ob Sie mir helfen. Wir haben also nichts weiter zu tun, als rauszufinden, ob das Bübchen nun echt ist oder aus Marzipan. Darum würde ich Sie bitten. Ich höre Hufschlag, der König kommt. Nein, der Bengel kann einen aber auch erschrecken. Und den Herrn, den er da umhat, den Herrn Lenin. Mit dem gehe ich nicht einen Schritt, da steigen ja die Dohlen hoch. Mein Gott, auch noch die Dose. Darin haben wir früher Spekulatius aufbewahrt. Wenn du kochen könntest, würde ich dich heiraten. Lass mich deine Schleppe schleppen. Eine wesentlich andere Reaktion von dir hätte mich auch verwundert. Wo hast du denn das Ding gehabt? Unter dem Vorhang steht ja ein tausendjähriger Hecht. Das ist nun mal bei Staatsangelegenheiten der vorgeschriebene Anzug für einen Lord des United Kingdom. Wenn ich so bei uns rumlaufen würde, würden sie mich sofort unschädlich machen. Also, wie lautet Ihre Entscheidung? Wir wollen möglichst bald heiraten. Hören Sie jetzt bitte mit dem Theater auf. Ich habe es eilig. Keine Menschenseele, aber die Kerzen brennen. Dracula ist endlich seinen Bandwurm los. Happy Bandwurm to you. Happy, hey. Looky, looky. Hier ist ja ein Konterfei von eurer Lordschaft verbogener Visage. Von mir ein sehr hübsches. Seins von uns beiden. Sie kommen noch nicht gut eins. Auf Fotos, was? Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Was haben Sie da? Was ist das? Das ist eine Schnitte, Zeitungsausschnitte. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier vielleicht... Ach ja, noch was, Sir. Hätte ich fast vergessen. Sie müssen aufpassen. Die vierte Sprosse von unten, die ist nicht da. Die fehlt nämlich. Hier fehlt eine Sprosse, ja? Ach, Kinder, lasst mir doch die Knochen ganz. Joi, und noch ein Joi. Die Saalfelder Feengrotten können es nicht sein, also ist es ein unterirdischer Gang. Und wo beliebt er hinzufügen? Direkt unter das Herrenhaus. In die Herrentoilette? Warum liegt denn die bei euch im Souterrain? Komm, also bitte hör jetzt mit dieser Alberei auf. Hm. Sofort, Sie können jetzt wieder zumachen. Ja! Folgt mir aber unauffällig. Warum hast du es denn so eilig? Huch! Was macht denn der Hund hier unten? Das war eine Ratte. Die gedeihen hier unten sehr gut. Das war die Begrüßung. Die wird mich wiedererkannt haben. Ach, Daniel. Hier schleicht er. Du, sieh dir das mal an. Sieht aus wie eine Mauer, riecht wie eine Mauer. Was ist damit? Vor ein paar hundert Jahren stellte einer meiner Vorfahren fest, dass ihm seine Gemahlin untreu war. Und gegen wen? Ist doch völlig unwichtig. Jedenfalls war mein Herr Vorfahr sehr eifersüchtig. Eines Abends lockte er den Liebhaber seiner Frau hier runter. Unter dem Vorwand, mit ihm ein Fässchen Wein probieren zu wollen. Na komm, die Story kenne ich. Die ist von diesem Edgar Allan Poe. Die beiden Knaben stiegen hier runter, schütteten sich zu wie die Amtmänner und der Liebhaber wurde ohnmächtig. Genau. Und dann hat er den wüsten Lüstling dort vermauert. Richtig? Jedenfalls soll er die ganze Nacht hindurch gearbeitet haben. So steht's in der Chronik. Womit bewiesen wird, dass du auch Maurer in der Familie hast. Das war eine völlig unpassende Bemerkung. Als der letzte Stein eingefügt und säuberlich verfugt war, soll er in einen tiefen, erschöpften Schlaf gefallen sein. Wie Dornröschen? Der lustvoll geifernde böse Ehebrecher dürfte dann in seinem Verlies verhungert sein. Nein, da weicht die Geschichte vom Literarischen ab. Mein Vorfahre war nämlich so betrunken, dass er auf der falschen Seite der Mauer stand und sich selbst eingemauert hat. Und ein Freimaurer war nicht in der Nähe. Und wie pflegen Sie gerufen zu werden? Archibald, kurz Archie, Milord. Na fein, Archie. Ich hoffe, ich gehe nicht fehlender Annahme, dass Sie Referenzen haben. Nur mein Totenschein, Milord. Na, wollen wir mal schauen. Sie wollen also damit andeuten, dass Sie für Lord Knut Knillenhauer gestorben sind? Sozusagen, Milord. Ah ja, der gute Lord Knut Knillenhauer, der war immer schon ein bisschen pinselig. Sie werden feststellen, dass es bei uns hier genauso läuft. Wir schätzen es zum Beispiel in keinem Fall, dass der Butler ein stärker duftendes Rasierwasser benutzt als der Schlosshund. Ich meine, als der Schlossherr. Jackson wird Ihnen jetzt Ihre Unterkunft zeigen und Sie werden das Zeug abwaschen, bevor Sie ausgehen. Mit dem Hund, Milord? Ach, was? Hier haben Sie Ihren Hauenknüller wieder. Knüllenhauer, Milord? Ja, ist mir auch egal. So, jetzt ist aber Schluss mit der Faulenzerei. Oben geht's rund, das Vaterland braucht dich. Mal die Tür ich auf. Hab keinen Schlüssel, den hat Melanie. Aber tritt mal ein Schrittchen weg von der Tür, dann werfe ich mich dagegen mit Dings, mit Wehmes. Was doch das? Au, au, ist das Ding hart! Deine Schulter? Nein, die Tür! Hör mal! Tu ich ja. Hier gibt es einen unterirdischen Gang. Und der führt nach Tilsit. Auf der Seite ist er blockiert. Versuche, von der anderen Seite ranzukommen. Und wie komme ich da hin? Durch eine Geheimtür. Die ist oben in der Bibliothek. Da wimmelt's von Leuten wie beim Sommerschlussverkauf. Dann lass dir was einfallen. Schön, und was? Wenn du in die Bibliothek kommst, siehst du links den Kamin. Das Lagerfeuer. Daneben hängen Armleuchter. Sowas wie du. Die mittelste Lampe vom linken Leuchter drehen. Noch was? Dann geht die Geheimtür auf. Daniel? Nein, ich bin der Postbote. Wen hast du da bei dir? Die Kleine habe ich abgeworben. Wie erfreulich. Und wie soll es jetzt weitergehen? Da draußen ist ein Hebel. Zieh da mal dran. Ach, eure Wasserspülung. Ach, je. Das habt ihr wohl im 30-jährigen Krieg gekauft. Hast du Verwendung dafür?
So ein Mist. So, was muss raus? Und Itzo? Frag nicht immer so viel. Versuch mal zu schieben. Schieben, das habe ich früher mal gemacht. Schieben? Nee, Kugeln geschieben. Schieben, meint er. Ja, na, schieben wir doch mal. Schieb doch mal. Schieben. Ach. Augenblick doch mal. Ich muss doch erst mal laden. Man kommt ja hier nicht mal zum Laden. Vom Schießen ganz zu schweigen. Augenblick doch mal, Opa. Haben Sie Zucker? Ihnen sitzt eine Biene an der Hose. Nein. Der kann nur auf Säbel, der ist adlig. Dem Menschen kann geholfen werden. Hast du Solingen erst im Muskel, hältst du es nicht mehr für eine Fluskel. Nie gehört. Kein Humanist, was? Kommt er hier mit dem Beil an? Und daneben. Und der. Nimm diesen. Getroffen? Ja. Siehst du? Und gleich kommt der Bauchschuss. Sauberer Hops jetzt. Ja, gutchen. Etwas präziser, bitte. Weitermachen und hopp. Das hält den Kreislauf hier. Na, stören Sie nicht, Schwester. Hier wird gearbeitet. Schwester? Der kennt mich doch gar nicht. Und wo bleiben die Arme wieder? Arme hoch. Herr Geduld, Doktor. Geduld. Ich bin gleich bei Ihnen. Ja, Finale. Hey, Jeff, danke, hat gar nicht gefallen. Sowas Antiquiertes habe ich die letzten 10 Jahre nicht mehr gesehen. Beileid. Sie haben alle 2 linke Füße. Und Sie haben eine reichlich große Klappe. Kriegst gleich was aufs Purchen. Sagen Sie, Mr. Purchen, Verzeihung, wie war der Name? Travis ist mein Name. Travis, gemacht. Der Name stört mich. Ja, was? Ich bin nur hergekommen, um... Picot muss heute leider ausfallen. Ach Gott, das arme Dingelchen, das ist doch wirklich ein Schlag für Sie gewesen. Sie haben das sicher schon gehört von Julie, nicht wahr? Die ertrunken ist, ne? Betrunken, ja, viel zu viel. Wie war doch gleich der Name? Inspektor Headstone, Mordkommission, Abteilung Wasserleichen. Jetzt werden Sie auch gleich verstehen, warum ich hier bin, nicht wahr? Wir beide müssen mal einen Lüttenschlag schnacken. Worüber denn? Von Frau denn? Zu Frau. Und über Julie Blake natürlich. Da habe ich so verschiedene Fragen. Na, sie war Tänzerin. Hatte Alan auf dem Kästchen. Von welcher Stelle kommen Sie? Von der Wasserleichenstelle. Sie könnten mir unter anderen Umständen weiterhelfen. Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches an Julie aufgefallen? Ich meine, war sie anders als du und ich, zum Beispiel in ihrer Art? Ungewöhnlich? Wenn Sie eine Kündigung von heute auf morgen ungewöhnlich finden, dann allerdings. Sie wollte weg. Ach, die Hupfdohlen sind da alle gleich. Wenn Sie einen zahlungskräftigen Freund finden, so geht's mir Sie auch. Hin. Inspektor wer? Headstone, Kopfstein. Mein Vater hat das Pflaster erfunden. Wir fahren am besten rüber zu mir ins Büro. Da können Sie in Ruhe lesen. Lass stecken, ich möchte Kumpel. Nur eins wissen. Was wollen Sie wissen? Ich möchte auch nur eins wissen, nämlich das, was Sie wissen, damit wir endlich mal alle Bescheid wissen. So, dann darf ich mal kurz meinen Schweif blicken lassen. Wo sind die Garderobe? Geradeaus, immer der Nase. Danke, man riecht es schon. Inspektor... Headstone, Kopfstein. Wir sprachen schon davon. So hart wie's Kokosnüsschen. Ja, und 1, 3, 4 von Anfang. Dass du nie pünktlich sein kannst. Kommst du heute nicht auf die Minute? Wie ich das hasse. Ist das bei euch so? Du hättest mir lieber die Tür aufmachen sollen. Unpünktlich bist du trotzdem. Ich habe Picot extra gesagt, du sollst durch die Seitentür reinkommen, nicht vorne durch den Triumph-Eingang. Habe ich in meinem Leben noch nicht benutzt und gedenke es auch fürderhin nicht zu tun. Jetzt hör mal zu. Hast du was über Köstler rausgefunden? Ja, es gibt ein geheimnisvolles Kämmerlein in diesem Castello Grande und noch was sehr Verdächtiges. Vögel sind sein großes Hobby. Dazu fällt mir was ein. Ein Vetter von mir hat seine Mutter mal zum Geburtstag mit einem hochexotischen Vogel beglückt. Der Piepmatz hat 15 Fremdsprachen gesprochen. Ein paar Tage drauf denkt er, ich muss doch mal hören, wie er sich eingelebt hat, ruft seine Mutter an und sagt, Mutti, hast du mein Geburtstagsgeschenk gekriegt? Die Mutter spricht war darauf. Lecker. Gemach. Die Pointe kommt ja erst. Lecker, schreit entsetzt der Vetter. Aber Mutti, das war ein ganz kostbarer, echter südafrikanischer Kakamami-Vogel. Ein Vogel, der 15 verschiedene Sprachen gesprochen hat. Und dann darauf hätte er doch ein Wort von sich geben sollen. So können wir jetzt. Ich weiß nicht, neuerdings hast du was gegen mich, Bürgerlichen. Dabei habe ich schon ein Zepter in der Hose und eine Krone im Munde. Komm, brich dir den Bart nicht ab, die ist zu. Und wie kriegen wir die auf? Aber ihre Gnaden, die Zugbrücke runterlassen und dann über den Graben tragen. Ohne Pferd. Mit dem Barthaken hier. Was heißt, wenn ich das Loch finde? Na Himmel, mein, ist das eine Wetterkarte fein. Ein Bild vom Meister Remmebrand wäre mir lieber an der Wand. Ach, weil du vom Wetter nichts verstehst. Ordnung hält er, der Mensch. Ach, Blaubeere, kann er mir wohl sagen, wonach wir eigentlich suchen? Daniel, du bist doch ein Experte in Hochfinanz, oder wie sehe ich das? Richtig, wie mir das Wort runtergeht. Aber Zahlen begeistern dich noch mehr. Ja, du kennst Dann kannst mich. Du hier mit deiner Orgie feiern. Ja, ich bin schon mittendrin. Oh, ein schönes, gediegenes Kochbuch. Was hat dein Vater Köstler hier anzubieten? Hey, was spricht denn der Apparatus? Was spricht er? Die Aktien, die ich Montag gekauft habe, sind um 3 Punkte gestiegen. Wenn ich auch welche gekauft hätte, würde mich das sehr froh stimmen. Aber das, was du mir empfiehlst, das fällt ja immer nur ins Bodenlose. Tja, kein Makler darf arm sterben. Gar nicht erwartet. Was ist denn das? Fleisch, totes Fleisch. Tote Henne. Möchtest du auch was? Mm-mm. Oder lieber ein Stück gepökelte Sau? Graf, kein Hunger?
Hier ist was anderes. Möchtest du zu einer Fernsehshow gehen? Wovon redest du denn? Ich sehe gerade, es geht mehr um eine Diskussion. Um die aktuelle Frage, wo uns der Pantoffel sticht. Was soll uns stechen? Der bürgerliche Pantoffel. Nun greif mal hier rein, schieb dir was Delikates zwischen die Kiemen, dann müssen wir wieder gehen. Ach, hast du es denn so eilig? Ein gebranntes Kind scheut kahlen Kopf. Also ich meine, der Mann hieß nicht Karl Kopf, aber mir haben sie denselben mal kahl geschoren. Ins Gewicht! Na du. Ach, Daniel, bitte lass doch diese Albernheiten. Der Wagen muss doch jede Sekunde hier sein. Warum trennst du dich von diesem gar staubigen Tand? Der Kleiderbazar ist der Höhepunkt des anstrengenden Festes. Einmal im Jahr greift die Familie tief in den Kleiderschrank und stiftet Garderobe, die wir nicht mehr brauchen. Wen hat denn der Bratenrock einst schmeichelnd umhüllt? Ich nehme an, einen meiner Urgroßväter. Oh! Entweder war das ein geheimlich Zauberer oder ein Berufszocker. Ein Häschen. Mit diesem antiquierten Quatsch pflegten schon Weiland meine Vorfahren, die Gäste aus dem Haus zu treiben. Sehr komisch. Keine Qualität, nur Aufmachung. Das Ding kam ja nicht mal die Motten angeknabbert. Da, 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 da. Olle! Na? Wer? Tarzan nach dem Frühstück. Genau. Wenn du deinen großen Auftritt beendet haben solltest, wäre ich dir äußerst dankbar, die Sachen wieder in das Körbchen zurückzulegen. In die Aalreuse, ja. Komm, gib mir das, die königlichen Arme leiern sonst aus. Welche Euer Fürsorge? Destillenz mögen gesund wiederkommen. Sobald ich zurück bin, werde ich dich Sam Milford vorstellen. Der Milford Sam, ja, das ist mir schon recht. Weißt du, wenn du auch nur ein klein wenig mehr in die Wiege gelegt bekommen hättest, würdest du mit solchen Leuten auf Du und Du stehen. Dir nicht grüßen. Und bitte sorge dafür, dass der Korb abgeschickt wird. Er wird. Ich drück dir stumm die Hand. Wünsche unangenehme Reise. So. Na, was ist denn da noch? Ach, du Lee. Der Opa muss mit Feuerstein in der gleichen Steinschleuderkompanie gedient haben. Du, Lord? Mhm. Ich habe eine Verabrede heute Abend. Nun frage ich mich, warum du nicht eine nette Braut an Land ziehst und mit uns mitkommst. Wir gehen essen. So ein verträumter Vierer wäre doch entzückend. Ach, weißt du denn, ich würde doch lieber hier... Du würdest lieber hier sitzen, mit mir Händchen halten. Weißt du, was ich machen werde? Mich entspannen. Hör mit sowas auf. Mit einem kleinen, netten schottischen Freund. In flüssiger Form, verstehen Sie sich. Dann gut Schluck auf. Danke, ich wünsche dir auch viel Amüsement. Was wollte ich noch? Ach ja, also dann bis vorgestern. Mach's gut und vielen Dank hierfür. NSD, nächster danken. Über eins bin ich mir jetzt völlig klar. Du bist tatsächlich mein echter alter Lord Sinclair. Kein Mensch außer dir macht so miesen Kaffee. Neulich hast du gesagt, ich bin besser geworden. Du bist es auch, aber der Kaffee ist immer noch mies. Ich danke dir. Ich bitte dir. Ich habe übrigens noch mal darüber nachgedacht. So eine Gesichtsplastik solltest du auch machen lassen, damit man bei dir endlich weiß, wo vorne ist. Vielen Dank, das rettet den Negerschweiß nicht mehr. Also Gesichtsplastik, sowas ist ja möglich. Aber dann hat man nur die vermanschte Visage. Nun gehört zu einem perfekten Doppelgänger aber mehr. Man muss ja wohl auch die Eigenarten des anderen annehmen. Er muss zum Beispiel genau die Stimme imitieren können. Das ist besonders in deinem Fall so gut wie unmöglich. Er muss sich typische Gesten einprägen und genauso laufen wie der andere. Ist ja großartig. Nun sage ich mir, weil ich ein kluger Bengel bin, wenn man sich so viel Mühe gibt, dann muss doch ein verflixtiger Hund dahinter stecken. Würdest du dem mit königlicher Würde zustimmen? Mhm. Aber was, fragt sich nun der verärgerte Fernseher, ist so besonders an dir? Und aus welchem kühlen Grunde nehmen diese Gesichtsschuster ausgerechnet dein Ponem als Gebrauchsmuster? Ich habe mir die ganze Nacht mein Hirn zermartert. Ohne Ergebnis. Und das hat meinem Ego sehr geschadet. Dein Egon, hast du denn den mit? Danny, es gibt an mir nichts, was solche Anstrengungen rechtfertigen würde. Och, nun komm, Väterchen, nimm das feuchte Tüchlein aus der Kehle. Nein, warte mal, du kannst ja doch recht haben. Man muss schon ziemlich bescheuert sein, wenn man so sein will wie du. Das ist dein Ernst, ja? Also so fest ich kann. Ich weiß nicht, wie fest du kannst. Das ist das stärkste Gebilde, wo es gibt. Und das in jeder Beziehung. Nicht dann. Hauptsache, du fängst Brauchst du mir einen neuen Anzug? Was ich reinige, nehme ich dann. Na, was ist nur mit Knickebeinen? Ja, du hast recht. Ich gebe mich geschlagen. Tja, ihr Lieben. Ihr glaubt ja gar nicht, wie das schlaucht. Pfui Teufel. Das tut er nur, damit er nicht die Hand zu geben braucht. Nehmen Sie mal das iPhone durch die Ferkel. Also, euer Lordschaft, wir spielen ein halbes Stündchen, gewinnen oder verlieren oder was auch immer, befeuchten uns und gehen auf den Schubs um die Ohren. Verstanden. Du musst nur wissen, dass ich wirklich nur eine halbe Stunde bleibe. Schon stänkert er. Außerdem kannst du ja machen, was du willst. Ich würde dann ins Hotel gehen und deine Mütze schlafen. Aber nicht dran spielen. 200 Riesen sind das. Ja, Mann, sieht ja aus wie ein Spielclub. Riecht doch so. Guten Abend, Gentlemen. Guten Abend, der Pinguin. Guten Abend auch. Falls Sie es noch nicht erraten haben, mein Freund spürt einen unwiderstehlichen Drang zum Spielen. So ist es. Kein Spiel. Bitte sagen Sie nur, was Sie möchten und viel Glück. Nicht nötig. Ich tue das mit System. Ich spiele alle ungeraden roten Zahlen. Dann darf ich bitten. Sie dürfen. Willst du den Teppich kaufen? Ich fummle die Tabletten raus. Warum ziehst du dir Tabletten rein? Um zu schlafen. Richtig, mit Augen zu? Ich werde jetzt 12 Stunden
ganz ruhig und wunderbar schlafen. Wer lässt denn nun die Sau raus? Du kannst dir ja schon mal die Tür aufmachen. Ohne mich. Kratzelst hier rum, suchst du mich? Nein, mein Pyjama. Da drüben liegt er. Wie die Ruinen fallen. Was ist bloß los mit dir, Junge? Weißt du noch, wie du früher warst? Ein glitzernder, fauchender Adler. Keine Luft war sicher vor dir. Luft ist jetzt bist du ein zerkochter Hahn. Wird immer schlimmer mit dem Personal heutzutage. Jetzt aber nicht wieder ausschalten, Junge. Hey, hey, euer Sippschaft. Nur komm, jetzt nicht einpennen. Komm wieder hoch. Siehst aus wie ein Terrier im Schlafanzug. Nicht. Na, wen interessiert das? Komm schon, ich bring dich in deine Hundehütte. Ups, auf den Ast. Mein Gott, hat der zu. Mr. Wilde? Der wilde Wilde, sicher. Sie sind eine Aufmerksamkeit der Direktion, nehme ich an. Ich will nur mal das britische Bündel wegschmeißen, ja? Bin gleich wieder da. Kannst dich schon mal freimachen. Doch, platt kriegen! Daniel, Daniel, lass die Birne ganz, die Polizei! Hier, die Kerlchen. Was? Hier. Oh, das tut mir leid, habe ich ihm fast die Fontanelle verbogen. Wir werden ein Stückchen Käsekuchen essen und alles vergessen, Sie haben ja? uns aber verfolgt. Nur bitte nicht persönlich. Geben Sie Folgendes. Sie öffnen die Tür und werden dann zur Seite gehen. Ist das klar? Gut. Ich habe zwar noch nie auf diese Art eine Tür geöffnet, aber... Bitte beeilen Sie sich, wir haben nur wenig Zeit. Ja, ich mache mich nur frisch im Schritt und bin dann spazierbereit. Die junge Dame, gell? Mal wieder ein echtes Gefühl, ne? Wozu wollen Sie den lochen? Ich will ihn töten. Na, aber sowas Böses kommt doch gar nicht in die Tüte. Wenn er tot ist, ist das besser, als wenn... In welchem Knigge haben Sie denn sowas gelesen? Man macht doch... Sekunde. Hier, halten Sie mal. Den schnöden Mammon hätte ich ja fast vergessen. Der Engelmacher scheint eine Manie zu sein. Haben Sie als Kind nicht mit Puppen spielen dürfen oder an Papis Senkel oder wie? Ich mach den Weinkeller zu, es zieht so. Und Jette will einen Korken. Vorsicht, Genossin, so eine Axt macht Beulen. Nur was habe ich dir denn bloß getan? Lind, und hören Sie doch erst mal zu. Ja, na, wirklich ist außergewöhnliches Exemplar. Fühlen Sie sich jetzt besser? Ja, so ist das immer bei der Gehaltsauszahlung unter Genossen. Wenn Sie es nicht für unverschämt halten, Monsieur. Aber was ist das? Moment. Das ist gehackte Leber, die zurzeit Karussell fährt, und Hühnersuppe und gefüllte Fisch. Das ist von meiner Tante Olga. Ah, votre Tante. Tja, wenn ich unterwegs bin, dann denkt sie immer, ich verhungere. Oh. Sie weiß nicht, dass dieses Essen tödlich ist. Aber nicht kann. In unserem Hotel. Das wollen wir doch nicht hoffen, ne? Was ist denn da? Was ist denn da los? Passe alors. Ja, guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Legen Sie das bitte in mein Fach, oui, ja? Oui, monsieur. Na, Donny, Betty... Ist ja schon geschlechtsreif. Ah, sehen Sie sich den an. Ich nehme das so lange, ne? Vielen Dank. Na, wie geht's denn so, Kumpel? Ganz gut, ganz gut. Selbst gestrichen den Anzug? Das Tuch findet eine Zustimmung? Das Tuch schon, aber die Farbe ist scheußlich. Der Stoff wurde aus den Schwanzhaaren eines seltenen mongolischen Zwerglamas hergestellt. Nur gut, dass man dafür das Lama und nicht dich verwendet hat, denn bei dir dürfte das nur für ein kleines Täschchen reichen. Der Schneider hat aber auch Sinn für Humor. Gelle? Daniel, hast du heute Morgen schon gemacht? Nein, das ist ein ungarischer Schwanz, also besser gesagt ein Salami. Tante Sarah? Genau von der, ja. Dann dürften wir die Unverschämtheit nicht haben. Ja, doch, das würde ich Wollen sagen. Wollen wir dann gehen? Sicher, würden Sie das auf mein Zimmer schicken? Darf ich deinen Zauberstab tragen? Ja, und sieh dich aber vor, er könnte sich in ein menschliches Wesen verwandeln. Hauptsache es weiblich. Na Mensch, wir sind ja schon mittendrin im Gewühle. Du, die rennen ja schon. Ja, wo laufen sie denn? Wow, der läuft ja klasse. Na, sieh doch mal, wie der rennt. Hat er gewonnen? Nein, natürlich verloren. Ja, viermal hintereinander verloren. Ich kann es kaum fassen. Du wirst immer weißt besser. Du, wir müssten uns irgendwie ein Omen aussuchen. Setz dich doch, wir haben geheizt hier. Komm, nimm Platz hier. Pardon, also ein Omen. Daniel, ich... Oh, ich habe ja schon einen Omen gefunden. So? Bim Bam. Wieso ist das ein Bim Omen? Bim Bam. Als ich 18 war, kannte ich mal ein Mädchen namens Gretchen. Als du 18 warst, du hast ein fabelhaftes Gedächtnis. Ein großes Mädchen mit einem Riesenvorbau und sie hat ein Pferdegebiss. Ich bin überzeugt, die gewinnt. Was hat das zu tun mit Bim Bam? Na, hast du gar keine Ahnung? Was habt ihr denn gelernt in euren feinen Schulen? Oh, gestatten Sie. Na, bis zum Abwinken. Kommen Sie doch. Bim Bam. Oh, unter dem Hut lebt Daniel. Was. Hallo, ja? Ich sehe. Na, nicht doch so stürmisch. Oh.
das zu vermeiden, müssen wir die Kleine aus dem Casino. Ach, Mann. Schon was Interessantes entdeckt? Ja, ich bin noch mittendrin. Die hat einen durchsichtigen Bikini. Hm? Es ist doch ein Kerl. Das ist der Griff an der Badehose. Nun sieh dich mal satt, ich muss nämlich gehen. Wohin denn? Ich will mich mit dem alten Schulkumpel treffen. Kann der stoßen? Sehr gutes Stößchen. Und jetzt den Grünen in die Höhle? Du, Danny, yeah? Erinnerst du dich noch an unsere Mickeys? Oh, Mickeys. Weißt du, was ein Mickey ist? Dann erzähl mir bloß nicht, dass ihr noch mehr Freunde hier weit habt. Weit gefehlt. Mickeys sind Potatoes. Oder althochdeutsch Kartoffeln. Und nirgends gibt's Kartoffeln, die so gut schmecken wie die, die wir dem alten Wolschinski geklaut haben. Aber ja. Geklaut? Organisiert. Hat der einen Saft im Stab? Ja, meisterhaft. Mhm. Guck mal das Gesicht. Soll ich dir was verraten? Das ist der heimliche Weltmeister im Billard. Mhm. Der übt immer heimlich. Hat er solche Hummeln im Hintern? Er sucht eine Bräut. Das dürfte doch für einen richtigen Lord kein Problemchen sein. Er ist der Meister der Verklemme. Du, Danny? Ja? Yeah. Wonach hat unsere Sporthalle gerochen, gleich vorn beim Eingang? Stark nach Vanille. Oder Vanille? Das lag am Trainer, dem haben sie mal mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten. Danach fielen ihm die Locken aus. Die verbleibenden paar Sardellen peitschte er sich mit Brillantine um den Ballon. Und die roch nach Vanille. Trotzdem musst du wohl mal aufhören, so zu reden, Schätzchen, sonst lege ich auf. Steck dir einen Dauerlutscher in den Mund und denk an mich. Und jetzt hör zu. Das Darlehen, hinter dem ich her bin, ist praktisch nur Geld für die Bank. Kapinski? Liebling, hör auf, mit deinem kranken Herzen zu drohen. Wenn das so mies wäre, dann würdest du nicht so blendend aussehen. So ein kleines Geschäftchen wickelst du doch mit links ab. Was? Ja, ich bin mit draufgegangen. Was soll schon passieren? 100 Millionen, was ist das schon? Also schließ ab und ruf zurück. Also dein Optimismus grenzt ans Psychopathische. Woran? Sag mal, wer hat dich eigentlich reingebeten? Guten Morgen, lieber Daniel. Wie ich sehe, ist deine angeborene gute Laune immer noch nicht zurückgekehrt. So sieht's aus. Sag mir doch mal, wie du hier reingekommen bist. Angeblich hast du meine Schule besucht in Ochsenbach oder Ochsenfort oder wie das heißt. Hat man dir da nicht beigebracht, dass man anklopft? Hast du wirklich nur eine Tasse? Solltest du die Nacht etwa allein verbracht haben? Nein, ursprünglich hat mich gestern Abend eine entzückende Braut heimgesucht. Aber nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich mit dir befreundet bin, hat sie einmal schrill aufgeschrien und das Weite gesucht. Woran das will ich dir sagen. Das hat natürlich einen ganz anderen Grund. Das ist doch logisch. Wenn sie mich kennt, kann sie Weshalb bei dir nur aufschreien, weil sie nun logischerweise verwöhnt ist. Das musst ausgerechnet du mir sagen. Dass man mit einer Braut nicht nur fernsieht, hab ich dir beigebracht. Das ist nur Neid, denn du hast niemals einen Farbfernseher besessen. Du fühlst nur wieder zertreten, weil ich deine Braut weggeschnappt. Die Ladies, die du hochtrabend Bräute nennst, haben bei mir nicht mal die Spur einer Chance gehabt. So? So, jetzt reicht's mir. Ich schreibe dir jetzt einen Scheck über 25.000 Dollar aus, unter der Bedingung, dass du mein Apartment nicht mehr betrittst. Wenn du sehen könntest, wie albern du mit deinem Kleidchen aussiehst. Das habe ich nur machen lassen, weil ich zu viel von dem Stoff hatte. Das sollten ursprünglich Butler wissen. Ah, einen fröhlichen Guten. Guten Morgen, Milord. Gut geschlafen? Weiß ich noch nicht, aber überwiegend auf der linken Seite. Bisschen frisch heute Morgen, nicht? Ja, mir ist der Grips eingefroren. Also, wie hast du geschlafen? Danke der Nachfrage, keine Klagen. Ich habe noch bis 11 ferngesehen und dann habe ich meine Heizdecke genommen, sie auf 3 gestellt und mich beim guten alten Morpheus in die Ausgebreite fallen lassen. Und du? Hast du nächtens irgendwas Aufregendes erlebt? Ich bin mal wach geworden, da muss mir ein Maulwurf in die Hose gekrochen sein, aber ich habe das Tierchen einfach ignoriert. Das war ihm recht so, ich habe weiter den Schnarchemann gemacht. Wenn das meine Vorfahren wüssten, so bei Mutter Natur. So. Was mir fehlt, ist eine Morgenzeitung. Dir fehlt? Komm doch mal her. Na komm schon. Nun komm, sonst komme ich nicht mehr drauf. Mach mal einen schönen tiefen Lungenzug. Wie im Wintergarten. Auf unserem eine Schloss. Eine Luft zum Einbeißen. Milord, keine Auspuffgase. Und ruhig ist es. Das ist unbeschreiblich. Einfach herrlich. Was treibst du da eigentlich, du Ölbohrer? Lass mich treiben. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Euer Gnaden, damit will ich ein paar Fische überreden, an Land zu kommen. Wenn ich Glück habe, fange ich vielleicht sogar einen schönen Eisbären. Übrigens trägt so ein Stöckchen die Bezeichnung Angel. Warum einfach, wenn es auch umständlicher geht? Wir haben den ganzen Kühlschrank voll kanadischer Regenbogenforellen. Aber Milord, die darf man doch nur bei Regenbogen essen. Und wann gibt's hier schon einen Regenbogen? Nur wenn's regnet. Regens? Als Edelmensch ist man nicht verpflichtet, über alles zu lachen. Übrigens, der Mangel an Luxus bedrückt mich. Ich weiß nicht, ob ich damit fertig werde. Ich bin blass um die Nase vor Bewunderung. Die schöne, frische Luft, wie schnell ist sie verpufft. Drum atme sie tief ein, es wird ein Schluck Gesundheit sein. Was findest du nicht alle Tage in unserer verschmutzten Umwelt? Alles in allem, ich habe mich bisher wacker gehalten. Bewundere ich ja auch, wie du so allein ohne Butler aufs Töpfchen gehst. Für mich ist das hier eine Herausforderung an die Natur, eine Reinigung der Seele. Ich will meine Nahrung dem Boden abbringen, ich will dafür kämpfen. Und wenn er sich nichts abbringen lässt, dann sage ich, gut, hungrig eben, was soll sein? Na, wie wär's? Möchtest du auch ein Tässchen haben? Oh ja, nein. Es sei denn, du hast Brusttee. Dann muss ein Löffelchen da wieder raus. Warum gehst du eigentlich nicht angeln? Sag mal, Lord, hast du Sodbrennen? Du siehst sowas von sauer aus, aber trotzdem trabe ich jetzt zum Fluss und werde ein paar Heringe rausholen, dass es nur Na, so gut, rauscht. Holz. Oder Petri Haie. Verdeibel das. Stabhochspringer mit Kofferradio. Was macht der Kerl da? Wären Sie doch noch ein Stückchen weiter runtergekommen, nur einen Meter, und Sie würden mit dem Bein wieder auf den Füßen sein. Aber so, das wäre so unbequem.
in der Folterkammer. Geht nicht, ja? Auf unserem Stammschloss Aldrich. Nun, gib nicht so an, Milord. Da hatten wir mal ein Schloss. Na komm, ich kann nicht rumrennen wie ein Vertreter aus Brackwede. Wir müssen du bist doch im Urlaub. Beiß doch die Kette durch. Zeit hast du ja. Würde ich doch durchbeißen? Sagen. Durchbeißen? Da werden wir mal den durchlauchten Giftzahn ansetzen. Wenn das frisst sich durch. Hätten, ja, du sagst es. Azza, wie heißt das für Schweißbrenner? Acetylen. Ja, ein Azalenbrenner. Hast du sowas nicht in der Tasche? Der stand auf meinem Nachttisch, aber ich habe vergessen, ihn einzustecken. Ich hab was anderes. Ich fahr zu Krupp nach Essen und lass ihn mir abbeizen. Dieses, weil das Dorf Essen heute da drüben liegt. Du kannst den Weg gar nicht verfehlen. Du läufst zunächst mal 20 leichte 20. Meilen geradeaus. Dann musst du einen scharfen Hasenhaken nach links schlagen und dann noch etwa 12 Meilen geradeaus. 12 Meilen mache ich glatt. Und was mache ich nächste Woche? Will ich die Tasche loswerden oder du? Also, auf nach Tilsit. Da kommt der Käse her. Käse. Ach, Daniel. Hier. Komm mir nicht vom Wege ab im finstern Wald. Ach, wo des Jägers Büchse knallt. Ich wette 1-2, dass du hinter der Tür stehst, um mir eins überzubraten. Na dann tritt doch mal und bring Dings rein, du weißt schon. Wie hast du mich denn gefunden? Ganz einfach, mein lieber Daniel, immer dem Geruch nach. Das hier ist das einzige Haus in der ganzen Gegend, also wird es die Polizei als erstes durchsucht haben. Und somit bietet es sich doch förmlich als Versteck an. Laut, du sitzt ja mit Recht im Oberhaus. Ich weiß, ich weiß. Wenn du so Licht im Köpfchen bist, dann erklär mir mal, warum die hinter mir herballern. Was wollen die Herren? Habe ich etwa eine alte Dame vom Nachttopf geschubst? Der offiziellen Polizeifahndung nach bist du ein gemeingefährlicher Mörder zurzeit auf der Flucht. Wer sagt das? Beißen mich meine Hörorgane? Die Polizei sagt das. Jetzt fliegen mir doch die Suppenhühner von den Augen. Das ist doch nur ein Vorwand. Die sind hinter der Tasche her, sage ich dir. Wieso? Die werden mich doch nicht wegen meiner runden Römernuss für einen Kipphasen halten. Das Ding hier wollen die. Naja, dann ist das eben ein Missverständnis. Na, du machst mir Spaß, Missverständnis. Das musst du dann auf meinen Grabstein schreiben lassen. Hier ruht Danny der Wilde. Er war ehrlich, strebsam und gut. Er starb an einer Bleivergiftung und darum stockt jetzt sein Blut. Aber eine Hoffnung habe ich ja noch. Naja, du lachst. Die meisten Polizisten treffen ja nur, wenn sie direkt vor einem stehen. Deine Chancen sind größer, als du denkst. Was machen wir nun? Wir gehen zur Polizei, du erzählst deine ganze Geschichte, sie machen die Tasche ab und alles ist in Butter. Milord, das ist doch Mord. Wieso? Da ist noch ein kleines Häkchen dran. Na, nur habe ich was vergessen. Ja. Hier laufen ein paar Kerle rum, die als Polizanten verkleidet sind und man hat ihnen außerdem 5000 Pfund geboten, wenn sie mich umlegen und die Tasche mit nach Hause bringen. Das ist der Haken, wenn du erlaubst. Als Polizisten verkleidet? Tatsächlich. Die Herren scheinen nicht zu wissen, dass sie dafür juristisch belangt werden können. Mir steigen die Tränen unter den Scheitel, wenn ich so höre, mit was für Geschützen du auffährst. Man wird ihnen ein Strafzettelchen an die Stirn kleben müssen. Daniel, da draußen steht dein Automobil. Kriegst du so ein Ding ohne Startschlüssel in Gang? Ja, so starte ich grundsätzlich. Dann folge mir bitte. Aber nimm das Köfferchen mit. Ja, ich lache, wenn wir zu Hause sind. Nehmen Sie die Apartment-Flag weg, tun Sie mir einen Gefallen. Ich werde schießen. Aber doch nicht dahin, Kindchen. So, nun mal Tachles. Wer sind Sie? Mein Name ist Danny Wilde, wie Oscar. Für wen arbeiten Sie? Für niemanden, ich hasse Arbeit. Sie sind einer von Brahms Leuten, erzählen Sie mir doch keine Geschichten. Sie sind Musiker? Glauben Sie, ich habe in dem Köfferchen meine Pauke verpackt? Sie haben die Tasche. Wie man klar und deutlich sieht. Und die Tasche ist mit Ihrem Handgelenk verbunden. Auch das sieht man bei Kerzenschein, aber fahr doch mit dem Täschchen nach Offenbach. Mhm. Mein Schmatz. Mhm. Arbeiten Sie für den amerikanischen Geheimdienst? Ich arbeite für niemanden, Schwarzdeibelchen. Und jetzt nimm den Engelmacher weg. Wenn Sie nicht freiwillig reden, haben wir Mittel, Sie dazu zu zwingen. Also überlegen Sie sich das noch mal gut. Und jetzt verschwinden wir hier. Sie gehen hingehen? Vor. Das werden Sie schon noch merken. Ja, ja. Aber machen Sie keine Dummheiten, sonst geht das Ding hier vor los. Vor Dingern, die losgehen. Das Telefon klingelt. Es könnte das Fernsehen sein. Sag ab sofort dafür. Oh, das haben die gehört. Ja. Fernsehen am Rohr. Es darf wieder gelacht werden. Ich habe Sie verschreckt. Damit haben Sie noch nicht gerechnet. Oh, der Intendant persönlich. Jetzt musst du aber auch sofort komisch sein, sonst hängen die wieder auf. Solange sie dich nicht sehen, sicher nicht. Brad Sinclair? Hören Sie, ich habe... Ja, servus. Hm? Ich absolviere mein Morgentraining. Hm. Ich mache jeden Tag 500 Kilometer. Und wenn mein Zähler stimmt, habe ich jetzt noch 497. Und was soll das? Er hat sich auf die Waage gestellt und er ist dieselbe zusammengebrochen, ohne dass der Zeiger auch nur ein Wort gesprochen hat. Nun komm, mein Zeiger spricht immer an. Ich halte mich fit, ich habe ja noch das Leben vor mir, im Gegensatz zu dir. Daniel, würdest du dich bitte mal hinsetzen? Na ja, halt doch mal die Gichtkralle ruhig. So. Ah.